Nächstes Thema bei uns, da geht es jetzt wieder ernst zu, gell? Ein Paar während der Schwangerschaft. Viele wissen, das ist eine Herausforderung für die werdenden Eltern, für die Beziehung, für die Verwandten, für die Freunde, für alle. Und daraus haben Nina Blum und Martin Oberhauser ein äußerst gelungenes Kabarettprogramm gemacht. Hey, ho, wir sind da, wir feiern Party heute, tralala. Wir hoffen, es sind viele da, wir suchen nämlich eine Nanny. Das Orpheum gestern Abend. Marie und Bernd sind zurück und bieten wieder Stoff für ein Beziehungskabarett. Schlaflose Nächte ist der Titel des Programms und es spiegelt vor der Pause für manche wohlbekannte Geschichten aus der Schwangerschaftszeit wider. Ja, ja, ja. Ich bin reif, 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 reif für die Windel. Für die Windel. Man darf sich nichts vormachen, es ist echt eine Herausforderung. Und diese Geschichte, dass man sozusagen schnell in den Elternmodus und als Paar auf Standby ist, da ist echt viel dran. Das süßeste Früchten halten wir bald in den Armen. Und weil wir beide groß sind, bekommen wir ein Kleinkind. Ich habe eine 15-jährige Tochter und einen 3-jährigen Sohn. Und das stimmt zu 105%, was wir da gespielt haben. Kinderkotze ist wie Ätzmittel. Also manchmal, wenn man die so zuhört, dann könnte man glauben, du bist alles, aber kein Kinderarzt. Wer sagt, dass man als Kinderarzt Kinder lieben muss? Du liebst keine Kinder? Liebt ein Pathologe seine Toten? Ich bin kinderlos. Ich bin zwar begeisterte und ganz intensiv lebende Tante meiner Nichte und meines Neffens, aber die Freunde, die waren plötzlich weg. 15 Jahre lang ungefähr, weil die waren mit ganz was anderem beschäftigt, hatten andere Freundeskreise. Dann hatte ich einen Freund, der ein Kind mit seiner Ex-Freundin hatte und das durfte ich dann 3 Jahre lang miterziehen und dann habe ich gemerkt, dass mir Kinder doch ziemlich gefallen. Und dass es Spaß macht, mit ihnen zusammen zu sein, mit ihnen zu spielen und sie ein bisschen mitzuerziehen. Mein Freund, mein guter Freund, der steht bei mir und wenn er doch umfällt, dann gibt es doch zum Glück Pillen für mein bestes Stück. Wir sind ja jetzt in einem Alter, so Ende 40, wo man schon wieder aus dieser Phase herauskommt, also wo die Kinder schon aus dem Gröbsten heraus sind, sich teilweise schon selbstständig machen und ich merke, dass sich die Partner wieder kümmern um das Liebesleben. Entweder sie verlieben sich ineinander wieder oder sie verlieben sich in andere. Dein Cabrio lass hinter dir, es kommt ein anderes dafür. Fahr vorwärts im Kombi. Das beobachtet man so in der Beobachterrolle schon manchmal und denkt man sich, was ist los mit denen, ja? Und ja, aber es geht dann wieder vorbei. Und ist das Kind einmal da, ist nichts mehr wie vorher. Das Beziehungskabarett entwickelt sich nach der Pause zur Paartherapie. Wie wird das dann sein, wenn das Baby da ist und die Mutter hat ja doch eine ganz, ganz enge Bindung und Beziehung zum Baby als der Papa. Aber das war eigentlich komplett unbegründet, weil ich merke jetzt, wie stark und wie intensiv die Bindung zu meiner Tochter ist. Denn da kam der kleine Liebling, niemand hat uns das gesagt, als es nur noch dann um ihn ging, nichts ist wie am ersten Tag. Die Veränderung ist spürbar, die hormonelle Veränderung habe ja ich auch spürbar erlebt und mein Umfeld. Also es ist schon manchmal schwierig, aber manchmal auch Höhen und Tiefen, deswegen, das weiß man auch und da weiß man damit umzugehen. Ich sag dir, was ich denke, was ich mir jetzt gerade denke. Dann sag mir, was du denkst, was du dir so heimlich denkst. Dann sag ich, was ich denke, was ich mir schon lange denke. Ich bin gespannt, was du so denkst, was du dir schon lange denkst. Die leben halt dann schon ihr eigenes Familienleben, ja. Also, da gehen schon Freundschaften auseinander. Weil die einfach mit ihrer Ehe beschäftigt sind und mit ihren Kindern, was ja völlig normal ist. Und dann ist nichts mehr mit Cocktails trinken bis 2 Uhr in der Früh. Meine Augen fallen zu von dieser Plag. Nur noch Windeln wechseln, füttern, bitte sag. Willst du jetzt tanzen mit mir wie am ersten Tag? Ich finde es aber auch sehr realitätsnah irgendwo. Also ich glaube, es ist auf eine humorvolle Art wirklich etwas, was man sich fürs Leben auch mitnehmen kann. Seit wir verheiratet sind, haben wir ausgefallenen Sex. Montag ausgefallen, Dienstag ausgefallen, Mittwoch ausgefallen. Das Tolle auch wieder an Kindern, ja. Man bekommt auch Grenzen gesetzt. Also unabhängig jetzt von Liebe und dem ganzen romantischen Gefühlen, die da vielleicht auch irgendwann einmal eine Rolle spielen, die sind aber eher sekundär. So schön. Die schlaflosen Nächte gibt es Freitag wieder im Wiener Orpheum. Schön war die Zeit, das war so schön. Ja, schön ist die Zeit, weil ich